Die Sonne ist soeben aufgegangen. Opuwo gleitet ruhig an uns vorüber. Wir sind auf dem Weg ins Kaoko-Feld. Das Kaoko-Feld ist einsam und wenig erschlossen. Raue Pisten und tiefsandige Passagen erwarten uns. Schaffen wir das? Diese Frage beschäftigt uns. Das ist Kaoko Otavi, ein paar Hütten und ein Einkaufszentrum. Die D3707 bringt uns hinein ins Kaoko-Feld. Nach Kaoko Otavi wird die Straße zur Piste und die Piste zum Bachbett. Immer wieder sind Trockenflüsse zu durchfahren. Sehr steil hinunter, sehr steil wieder hoch. Mit Allrad und erstem Geländegang bewältigen wir diese Passagen gerade so. Unser Reisedurchschnitt sinkt auf etwa 15 Kilometer pro Stunde. Die Weitwinkeloptik der GoPro kann die wahre Steilheit der Auf- und Abfahrten nur ungenügend wiedergeben. Hin und wieder säumten einfache Gehöfte den Straßenrand. Nur selten begegnen wir Menschen. Nach 90 Kilometern und 4 Stunden Reisezeit queren wir das Flussbett des Huarusip zum ersten Mal. Nach weiteren 20 Kilometern überqueren wir den Huarusip zum dritten Mal. Die D3707 führt nun direkt auf die Berge zu. Die Fahrt zieht sich in die Länge. Wir halten Ausschau nach einem geeigneten Übernachtungsplatz. Hundert Meter abseits der Piste finden wir einen geeigneten Platz. Täglich pumpen wir Diesel aus dem Zusatztank in den Haupttank.
Ein Oryx hat sie da oben. Oryx gesichtet. Es gibt immer etwas Feines zu essen.